So, hallo und wir machen weiter mit Cool or Cruel. Dieses Level ist definitiv cruel. Rampages. Was ein Kre Dreck bisher. Wahnsinn. Wir haben schon vier Parts und da haben wir gerade mal den ersten Teil geschafft. Und jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Teil. Okay, wir gehen mal in die Richtung und ich sollte mal wieder die Geschwindigkeit ein bisschen hochfahren. So. Das ist immer noch nicht die normale Geschwindigkeit. Das ist die normale Geschwindigkeit. So. Wir entern also jetzt ein Schiff. Was im Moment auch gar nicht so kacke wirkt. Finde ich gut. Oh, mit Waypoint. Und wieder rein. Oh, episch. Metroid-Grafiken. Gab's schon zu Cooler Cool Zeiten, finde ich ja cool. Man denkt, ich dachte immer, so Cooler Cool ist eigentlich relativ alter Hack. Ist auch ein alter Hack, aber Metroid Fusion ist jetzt, na gut, ist doch auch ein altes Spiel. Ja, ist halt auch ein altes Spiel. Ich laber schon wieder Scheiße. Egal. Hüss! Oh Gott. Oh, wie time ich das denn? Das wird lustig. Hui! Ich sehe schon kommen. Wir hauen die Slow-Mo gleich wieder rein. Ja, tut mir leid, Leute. Ihr wisst ja Bescheid. Jetzt mal im Ernst. Wie mache ich denn diesen? Oh, das wäre jetzt hoch genug gewesen. Jetzt noch mit einem Drehsprung, dann wäre das was. Hops. Naja, nicht ganz. Aber okay, ich muss erst springen und dann. Ja, okay. Ich verstehe schon. Wenn ich so nämlich Anlauf nehme, dann reicht das nicht. Jetzt habe ich es nicht aktiviert. Jetzt habe ich es wieder nicht aktiviert. So. Ist jetzt aber zeitlich auch nicht das Mega-Problem. Dumm, zitum, zitum, zitum. Okay, wir kriegen diesen Sprung hin. Ach, ich wollte schon Safe staten, aber ich habe mich noch nicht getraut. Gott sei Dank. Ja, ich glaube, es wird noch. Ich glaube, es wird noch. Oh, Mensch, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ui, das ist ein Rissen. Immerhin bleibt das Level cool. Das ist ja auch was. Es hält sich daran, weiterhin scheiße zu sein. Aber ich finde es schön, dass der Bärenpart vor Ende ist. Zu Ende ist. Das finde ich schön, weil der war, naja. Dann lieber lauter solche Kaizo-Sachen. Aber nichts mit Yoshis, die irgendwelche grünen Beeren essen müssen, weil wegen Zeitdruck und, boah, nee. Sowas kann ich nicht leiden. Alter, wieso erwische ich es denn nicht? Kann ich nicht leiden, sowas. Aber naja, man muss es halt spielen. Es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Ich meine, wenn ich das nicht spiele, dann passiert ein ganz, ganz großes Unglück. Also muss ich das ja spielen, ne? Also es gibt im Prinzip gar keinen Grund zu sagen, hey, es macht keinen Spaß. Spiel's doch einfach nicht. Was total logisch und rational wäre. Aber nein, 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 ich muss das ja spielen. Ich muss das einfach spielen. Das ist einfach so. Ne? Geht schon wieder irgendein Scheiß. Mann, ey. Und ihr müsst euch diesen Rotz auch noch anhören. Nee. Aber zum Glück hören den Rotz nicht allzu viele, weil die meisten an der Stelle schon wieder skippen, wenn ich hier stundenlang festhänge. Was ich auch tun. Naja, kommt drauf an. Kommt ganz drauf an, ob der Let's Player irgendwelches tolles Zeug erzählt. Also nicht so wie ich. Aber jetzt Gronkh zum Beispiel. Ja gut, Gronkh, man darf gar nicht Gronkh als irgendwelche Beispiele, weil irgendwas nehmen wir jetzt immer gleich. Ach, hier Gronkh. Aber Gronkh zum Beispiel, der kann auch bei einem totalen Fail-Part unheimlich unterhaltsam sein. Das gefällt mir schon sehr gut an ihm. Leute, soll ich vielleicht.
einen normalen Sprung machen und drüber kommen? Soll ich da gar nicht? Soll ich gar nicht einen Drehsprung auf die Pflanze machen? Kann natürlich auch sein. Ach, ist das ein schönes Level. Oh, ich liebe es. Wer hat dieses schöne Level nur gebaut? Ach, das wäre doch... Cooler Krull wäre doch mal was, was Mirko spielen könnte. Das wäre doch mal schön. Da war ja... Kaiser war ja schon lustig genug. Jetzt komm! Ja! Oh Gott, ich habe es tatsächlich gesaved und es passt sogar, aber ich komme in so eine scheiß Ballkugel. Komme ich an der vorbei irgendwie? Oder wenn ich ganz schwach? Ja! 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 Au! Egal, ich hab's. Ich hab diese Kack-Drecksstelle hier. Nein, jetzt geh doch in die Mitte. Ja, danke. So, dann geht's hier hoch und dann geht's hier... Hoch! Ach du Scheiße! Ich sehe es schon. Ich hätte warten müssen, der Typ ist noch nicht unten. Kaktus! Nein! Komm her jetzt! Ja, es haut hin! Och, wie geil! Okay, Gott sei Dank. So, jetzt erstmal den Safe nicht überschreiben. Erst wenn wir wieder auf dem festen Boden stehen, vielleicht. Oh. Ja, hier zum Beispiel. Ich glaube, ich weiß, was das Thema dieses Abschnitts ist. Es könnte fallende Plattformen sein. Oh Gott. Oder Maulwürfe. Wie geil. Maulwürfe, die einfach aus dem Nichts auftauchen. Und fallende Plattformen natürlich auch. Yay. Aber gut, das ist jetzt nicht das Problem. Das ist jetzt sogar schön wieder. Sowas ist jetzt wieder schön und spaßig. Also noch. Gleich wahrscheinlich nicht mehr, wenn ich es nicht schaffe. Yeah, der nächste Maulwurf. Epic. Und dass die Bälle uns noch verfolgen, gefällt mir nicht. Die werden mich noch... Ja, hier. Leckt mich. Alter, ich würde am liebsten kurz warten, bis die Bälle weg sind. Die Zeit erlaubt es mir, denke ich mal, sicherlich. Ich glaube kaum, dass es jetzt noch knapp wird. Den knappen Teil des Levels hatten wir schon. So, hier darf ich sicherlich nicht zu viele Dinger runterfallen lassen. Ja, die vor allem nicht. Die brauche ich. Und da kommen eh schon die nächsten Bälle von links. Nein, den darf ich eben nicht. Ja, ich... Nee, ich darf... Ich muss den untersten erwischen. Genau, ich sehe schon. Ich muss den unter... Komm, den untersten. Jawohl. Super. Und jetzt arbeiten wir uns wieder nach oben. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und rüber. Und jetzt hoffentlich nicht getroffen werden von so einem Scheißball. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt könnte es wieder langsam puzzelig werden. Hier unten können wir nicht durch. Da brauchen wir Shell oder Goomba oder irgendwas. Auf jeden Fall kommen wir mit nichts nicht sehr weit. Na, deswegen heißt es auch nichts, weil man mit nichts nicht sehr weit kommt. Ja. Das war die dummen Wortwitze. Die helfen uns auch nicht in unserer Lage. Die da ist, dass wir hier an diesem Kackbratzenviech nicht vorbeikommen. So, jetzt. Hör doch mal auf zu werfen jetzt hier. Alter, hast du es jetzt bald mal? Das denn? Hey, der muss doch auch mal aufhören. Wir machen es gleich anders. Wenn er nicht aufhört, machen wir es gleich anders. Da hört er auf. Okay. So, leck mich. So, was haben wir hier? Ach so. Oh, Alter, wie das gerade leckt. Weil ich gesagt habe, leck mich oder was? Natürlich nicht, aber es passt trotzdem gerade. So, war hier was drin? Nö.
Dann kann ich auch einfach durch. Hä, was sind die? Was sollen die Dinger für einen Sinn machen? Die Teile machen doch gar keinen Sinn. Ach, hier ist eine Shell drin, wa? Ach so, ich muss den nach unten bringen. Na komm her. Ah, oh Gott. Na, das wird jetzt ja lustig. So, aber komm, wir könnten mal wieder ein bisschen schneller machen. Ich kann sie ja keiner angucken. Oh. Das darf natürlich nicht passieren. Puh. Oh, das... Den darf ich natürlich nicht töten dabei. Und er mich auch nicht. Sag mal, ist das jetzt die normale Geschwindigkeit? Jetzt ist die normale... Nee. Ich weiß nicht, was die normale... Ich weiß schon nicht mehr, was die normale Geschwindigkeit ist. Soweit ist jetzt schon. Das ist jetzt auf jeden Fall wieder zu langsam. Aber das vorhin war doch ein bisschen zu schnell, oder? Glaube ich. So, komm, geh du mal runter. So, und jetzt können wir mal ein bisschen warten hier. Jawohl, jetzt kriegen wir es nämlich ordentlich hin. Super. So, komm her. Na gut, wir warten kurz. Ich glaube, er kommt. Das sollte noch reichen. Jawohl, perfekt. Gut, dann haben wir ihn. Hallo? Ja, das ist zu schnell. Die normale Geschwindigkeit gibt's schon nicht mehr, oder was? Ich krieg die normale Geschwindigkeit nicht eingestellt. Okay, dass hier ein Yoshi kommt, will mir nicht gefallen. Ich krieg den auch gar nicht hier rüber. Ordentlich. Dann lassen wir ihn erstmal in seinem Gefängnis. Und gucken mal, was der uns bringen soll irgendwann vielleicht. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Eine Coin Snake. Eine Coin Snake. Warum eine Coin Snake? Ich will keine Coin Snake. Ich will keine Coin Snake. Mami. Okay. Was war da oben? Da waren Peace Weeds. Ach so, natürlich. Den Peace Weeds brauchen wir, um die Coin Snake festzumachen. Und die Coin Snake müssen wir hier durchziehen. Ne, hier muss der Kaktus rein. Der Poki muss hier rein. Hier muss der Poki rein und die Coin Snake. Die Coin Snake muss auf jeden Fall vor dem Poki da durch. Aber was wir jetzt mit dem Yoshi da wollen? Der bringt uns doch eigentlich rein gar nicht. Da fällt eine Pflanze runter. Ja, das war doof. Da, die du. Wie lange wird die gehen, die Coin Snake? Oh Gott. Ich sollte die erstmal nur steuern, komm. So. Geht die da überhaupt durch, die Dinger durch? Nicht, ne? Ha, war ja klar. Okay, ich könnte mit der Coin Snake die Coin Snake natürlich auch benutzen, um Yoshi hier irgendwo hochzudrücken. Aber was mir das wiederum bringen soll... Ich könnte Yoshi bis hier hochdrücken, aber das macht doch auch keinen Sinn. Fuck! Jetzt hänge ich hier drin. Ja. Komm zurück zu Yoshi. Naja, es konnte ja nicht die ganze Zeit so bleiben. Es musste ja auch mal wieder puzzlig werden. Okay. Aber das muss ich... Puh. Das ist eklig. Ich müsste den Stück für Stück und immer wieder neu.
Hilft nix. Ich muss jetzt da wieder durchkommen. Ach so, gut, den Kasten kriege ich ja jederzeit wieder auf. Aber ich will jetzt am liebsten da einmal durch, schnell. Ohne, dass er mir direkt in die Fresse springt. Och, jetzt... Ja, das war klar. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht mehr zurück kann, nämlich. Sag mal, ich werde doch da durchkommen. Ja, danke, es geht doch. So, er bleibt hier auf jeden Fall. Da brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Den P-Switch nehmen wir einfach direkt schon mal mit. Irgendwo werden wir den dann schon brauchen. Den brauchen wir auf jeden Fall für die Coinsnack. Aber was wollen wir bei der Coinsnack? Wo wollen wir die entlang schicken? Ich frage mich, das frage ich mich halt gerade. Komm, runter. Habe ich jetzt doof gemacht. Jetzt schießt die gerade, ne? Ja, da komme ich nicht vorbei. Okay, warte mal ein Stück. Bis sie sich ihrer Pflicht entledigt hat. Na komm. Wieso hat jetzt der Dreh aufgehört an der Ecke? Huch, da kommt ja direkt der Nächste. So, jetzt. Nicht hier an der Ecke aufhören, hallo. Ja, jetzt fall doch runter. Okay. Na, da passiert natürlich nichts, ist schon klar. Gut. Ich könnte natürlich Yoshi jetzt auch duplizieren und so weiter. Aber das lassen wir mal. Ich könnte mir vor allem den P-Switch duplizieren. Nee. Ich will jetzt mal gucken, was passiert, wenn der Kollege hier reinläuft. Ob der die Dinger aus... Also, ob der die überschreiben kann jetzt. Kann der da jetzt überhaupt rein? Tatsächlich. Okay. Jetzt kann ich allerdings erst recht nicht mehr drüber. Das war ja eine super Idee. Mensch. Hä, was will ich denn dann mit dem? So, komm du mal wieder da rein, so. Was ich jetzt mal gucken will, ist überhaupt, was da drüben auf der anderen Seite ist. Hops. Na komm. Na komm. Setzen doch einfach mal besser ab. Ja, genau. Ja, so ist doch schön. So, dann ist hier die Blume. Dann geht's hier drüben doch jetzt eigentlich schon weiter. Was will ich dann? Was wollte ich dann hier mit dem ganzen anderen Cache? Und warum muss die gerade ausgerechnet jetzt losgehen? Okay, laden wir die mal neu, die Blume. So ist schon besser. Du kannst mich mal. Ja, und jetzt komme ich hier doch schon weiter. Da frage ich mich jetzt ehrlich gesagt schon. Hier will ich den Koopa haben. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Mal gucken, wann es mich aufhält. Wo ich irgendwas brauchen würde, was ich jetzt abgegeben habe. Zum Beispiel den P-Switch. Ich wette, den P-Switch muss ich mitnehmen. Ich wette, den darf ich dann nicht drücken. Und auch nicht benutzen, um rüberzukommen. Aber ist jetzt gerade erstmal Schnurz, weil... jetzt gucken wir halt mal, was so kommt. Ja. Ich brauche jetzt hier nur noch ein Item. Dann käme ich hier durch. Ich müsste die Shell mir wiederholen können, irgendwie. Gut, das kann ich knicken. Die kann ich nicht nochmal holen. Den Koopa kriege ich da auch nicht hin. Ich kriege hier... Ah, es ist nur ein einziges Ding, was mich von der Tür trennt. Verdammt. Eine Kleinigkeit, die mich von der Tür trennt. Scheiße. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Okay. Das ist echt ärgerlich gerade. Was bringt es mir, die Pflanze hier zu töten?
Natürlich. Nein. Ich muss mir wieder so ein Viech bauen, was gerade in die Shell reingeht. Und den kann ich da unten nochmal kurz neu aktivieren oder so. Ja, hier unten ist er doof. Ich müsste den... Wo will ich den denn am liebsten haben? Ja, das ist doch optimal. So, komm her. Der kommt zu mir, ne? Genau. Nein. 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 Geht das hier nicht, oder was? Doch, klar. Okay. Nein. Kann man doch bestimmt mit der roten Shell auch machen, oder? Diesen Glitch, dass der Koopa noch drin ist und nicht... Oder geht das nur mit einer Disco-Shell? Weiß ich gerade gar nicht. Hm. Gut. Dann machen wir es halt rückstückartig. Er fällt ja nirgends runter. Er fällt ja nirgends runter. Dann kann ich das auch so machen. Dann brauche ich den Notenblock doch nicht. Dann mache ich es ganz anders. Ja, so. Und hopp. Nein. Yeah, fast. Moment, wenn ich jetzt einfach anstupsen würde, während er drin ist. Habe ich jetzt getötet, ne? Ja, natürlich, okay. Mir gegen die Wand gedrückt wird, finde ich auch geil hier. Ja, komm zu mir, komm zu Papa. Guck mal, hier bin ich, hier bin ich. Ach. Komm, hier rüber. Komm zu Papa. Ich bin hier drüben. Ja, dann spring halt erstmal da runter. So. Ist dann auch egal. Machen wir es halt langsam. Wir haben ja Zeit. Ich meine, da drüben ist eine Tür und dann wird eh wahrscheinlich wieder die Zeit resettet. Also keine Ahnung. Ja, das... Na, das... Alter, du sollst nicht darüber zurückgehen. Du sollst hier hoch. Dummes Vieh. Nimm dich ein kleines Stück mit. So, jetzt. Oh, jetzt habe ich ihn drin, oder? 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 Ich weiß es nicht. Ist der jetzt noch drin? Nee. Hat ihn doch getötet. Hoppla. Okay, dann lass mich ihn ein bisschen eher in die Shell reingehen. Fuck. Fau. Hier. Nein, und jetzt. Komm hier rüber. Du dummes Vieh. Ja, fast. Nein. Jetzt habe ich schon wieder getötet. Nein! Alter, wieso springt der zurück eigentlich? Springt der vielleicht nicht zurück, wenn ich es von hier aus mache, oder was? Gucken wir halt von hier aus uns das nochmal an. Komm her! Nein! Nein! Komm jetzt hierher! Nice, Grinsen! Gut, dann machen wir es anders. Ich, ja... Hab hier auch einen Fall Plan B. Ist alles kein Ding. Ja! 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 Wie geil! Super! So, steig bitte in die Shell. Und fall bitte runter. Super! Ah, ich sollte ein Stück warten. So, und jetzt frage ich mich wirklich, wofür zum Geier war dieser ganze Scheiß in der Mitte. Ich meine, ich kann durch diese kleine Tür nichts mitnehmen. Nichts. Wofür war der P-Switch? Wofür war der Pokey? Wofür war die Coin Snake? Wofür war das Yoshi? Was zur Hölle? Ich hab's nicht gebraucht.
Okay, ich sollte extra selbst jetzt ansetzen. Und mal wieder neue Geschwindigkeit. So. Machen wir hier drüber. Huch! Nicht so schnell, Alter. Jetzt haben wir endlich wieder die normale Geschwindigkeit. Ach, super. Okay, was wollen wir hier machen? Oh, hier sind schon wieder so lustige Manscher, die hier. Was ich gerade ein bisschen bedenklich finde, ist, dass die Yoshis die zwei Goombas getötet haben, die ich wahrscheinlich brauche, um den Kerl zu erledigen. Kann ich das irgendwie verhindern? Ja, ich verstehe. Ich muss. Oh, puh. Ich muss hier so lange hin und her, glaube ich. Und verhindern, dass die Bullet Bills. Nee, das kann ich doch gar nicht ständig verhindern. Wir sind schon wieder tot. Ich dachte jetzt, ich muss so lange hin und her und verhindern, dass die Bullet Bills die Goombas töten. Das kann ich auf einer Seite machen, aber nicht auf zwei. Und jetzt hat er den ersten nämlich erwischt. Die Kirby-Musik passt super in diesem Boss-Fight, wirklich. Jetzt will ich wissen, ob er den erwischt. Und? Tatsache. Okay. Muss ich hier wirklich hin und her die ganze Zeit? Denn weil wegen. Jetzt müsste ich den Goomba hier treffen, dann hätten wir ihn. Wenn der andere. Der geht nämlich direkt hier rüber am Anfang. Das habe ich schon gesehen. Also von vorn. Na komm. Von vorn. Was sagt die Uhr? 27 Minuten. Scheiße, na, haben wir wieder einen längeren Part. Ich kann jetzt nicht bei dem Boss hier schneiden, weil der ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so lange. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, in meinem Größenwahn. Ja, ich kann es tatsächlich. Ich muss die ganze Zeit hin und her, tatsächlich. Oh, puh. Ach, ich hab schon verkackt. Er geht als erstes hier rüber zu dem Linken. Puh. Hab ich schon verkackt. Wieder von vorn. Und hopp. Ich muss aber auch ein bisschen. Ich muss es ein bisschen timen, dass die nicht zu bald wiederkommen. Denn je eher ich die töte, umso schneller kommen die wieder. Ja, jetzt kriege ich den hier drüben schon nicht mehr. Fuck. Kann ich das nicht irgendwie anders verhindern? Ach so, ich muss auch immer. Ah, ich muss immer nur an den an der Seite ranspringen. Es reicht vollkommen, wenn ich an den Notenblock an der Seite ranspringe. So, der aber natürlich jetzt nicht seitlich aktivierbar ist. Bin ich doof oder so? Wow. Hopp. Naja, das wäre auch zu einfach. Ach, puh. Das gibt's doch nicht. Ist das denn so schwer? Oder bin ich einfach nur so doof? Nein! Wow. Jetzt haben wir einen Lauf. Und da wird er getroffen. Super. Und jetzt können wir uns, brauchen wir uns nur noch hier drüben krumm kümmern. Was da unten passiert, interessiert uns einen Scheiß. Da, 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 da.
Und geh rein in den Goomba. Vielen Dank. Und jetzt brauchen wir nur noch hier oben hin. Wow. Hopp. Ach. Jawohl. Jetzt müssen wir hier nur noch hin und her, bis der Goomba endlich mal im Ziel ist. Also in seiner Reichweite, wollte ich sagen. Da da da. Zum Beispiel jetzt. Und wir haben dieses verdammte Rampages-Level geschafft. Und ich frage nochmal, wofür brauchte ich diese verdammt vielen Sachen in der Mitte? Ich gucke mir jetzt das Video an. Ich will jetzt wissen, ob ich es gebreakt habe oder ob das einfach nur alles wirklich sinnlos war, was da in der Mitte war. Ich frage mich wirklich, wofür ich das gebraucht habe. Naja. So, wir haben es geschafft. Ist es denn zu fassen? Wir haben es wirklich geschafft. Wahnsinn. Der reine Wahnsinn, sage ich dann nur. Wirklich der reine Wahnsinn. So, wir haben hier einen extra Safe State, ne, an der Tür. Genau, super. Dann kann ich hier überspeichern. Zack. Nur für den Fall, dass irgendwas schiefgegangen ist mit der Aufnahme und ich nochmal nachspielen müsste. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Entschuldige mich, dass ich wieder an der einen Stelle nachschauen musste, aber ne, ihr wisst Bescheid. Und das war's. Tschüss. Okay, da bin ich nochmal ganz kurz. Ich habe mir gerade das Video angeguckt. Die Sachen in der Mitte sind tatsächlich verwendbar. Also ich finde es richtig geil. Man muss, wie ich es fast mir gedacht habe, mit der Coin Snake. Die Coin Snake lenkt man bis zum Yoshi. Zwei Münzen über ihn. Und dann, wenn man den P-Switch drückt, wird der Yoshi nach oben gedrückt. So. Jetzt kann man mit dem Yoshi den Pokey so weit runterfuttern, bis nur noch ein Kügelchen von ihm übrig ist, nämlich der Kopf. Und jetzt kann man dieses Kügelchen da runter in diese Grube schicken, ne? Wo ich dann den P-Switch eingelegt habe, um rüberzukommen. Und dann geht man mit dem Pokey über die Grube. Also, ich finde, das mit dem P-Switch war wesentlich einfacher. Ne? So, wollte ich nur noch mal kurz loswerden, dass ihr auch wisst, wie es gedacht war, falls ihr es noch nicht wusstet. Aber ihr wusstet es wahrscheinlich eh alle, von daher egal. Mir geht's gut, ich hab's geschafft. Deswegen nochmal bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage nochmal Tschüss.